hoffe, man hört mich einigermaßen, weil das Mikrofon steht relativ hoch zu mir. Soll ich es runterstellen? Nee, es passt schon. Ich habe Angst, dass es... Ich glaube, dass es eh im Lauf sinkt. Ja, das alleine ist bei einem Mikrofonständer leider so. Das sinkt von alleine nach unten. Achso. Ich bin auch multitaskingfähig, Ramsi. Es ist kein Problem. These puppies are making me go to another town in the boondocks again. I didn't think you'd keep me waiting in the rain for so long. Welcome. I'm the sheriff, George Woodman. Call me George. There's definitely something in this town. Fürs Abonnieren. Hallo. My coffee warned me. Okay. Hey, ich hoffe, wir haben jetzt das richtige Savegame geladen, beziehungsweise können wir das laden. Da stand gerade irgendwas von bla 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 neu starten. Ich hoffe, wir sind jetzt im Sägewerk, da wo ich auch das letzte Mal gespeichert habe. Willst du vielleicht nochmal kurz erklären, was bis jetzt so passiert ist? Was bisher geschah. Wir sind obwohl wir das gerade gesehen haben, aber sehr komisch und lückenhaft. Wir sind FBI-Agent Francis York Morgan und untersuchen hier einen mysteriösen Mordfall einer jungen Frau, der mit roten Samen zu tun hat. Und wir haben schon viele solcher roter Samen-Mordfälle an jungen Frauen untersucht. Deswegen sind wir auch hierher gekommen und haben jetzt der örtlichen Polizei den Fall abgenommen. Und beim Untersuchen des Tatorts ist uns aufgefallen, dass rostige Sägespäne am Tatort zu finden sind. Und rostige Sägespäne haben uns dann letztendlich dank der örtlichen Polizei, die das gleich verknüpfen konnte, zu der alten Sägemühle geführt. Und hier hat anscheinend der Mord tatsächlich stattgefunden, bevor die Leiche bewegt wurde. Und deswegen sind wir hier. So viel als Zusammenfassung. Dankeschön, Crusader, für die Bits. Da regnen sie wieder ins Spendenglas. Ist das nicht schön? Vielen Dank. Und hi, German Foxy und Mr. Skyline. Hi, willkommen zusammen. Oh, und Ortis natürlich. Hi. Habe ich noch wen? Ich muss mal hochscrollen. Ich glaube, sonst habe ich alle im Chat. Okay. Hallo zusammen. Ja, ich habe gesehen, dass du Starlink gespielt hast. Und wenn ich so zugucke, wie du Starlink spielst, kriege ich auch wieder Bock auf Starlink. Aber wenn ich selber dann Starlink spiele, merke ich irgendwie so, nee. Ich habe genug Starlink gespielt. Ich habe mir sogar mal noch, da war meine Schwester da und wir wollten zu zweit spielen, habe ich sogar mal noch Peppy und Falco als DLC und gekauft. Aber, nee. Ich weiß nicht, ich bin durch mit Starlink. Aber es war schon ein echt lustiges Spiel. Unterschätztes Spiel. Ein schönes kleines Weltraumspiel. German Foxy, danke für die Bits. Das Glas geht über. Die Dreieckchen rieseln runter. Wäre das nicht cool, aber soweit sind wir technisch wahrscheinlich noch nicht. Wenn die über den ganzen Bildschirm fallen würden und mir auf den Kopf, also nicht in Wirklichkeit, aber so im Fenster und sich dann unten im Rahmen sammeln würden und von dem Fließtext geschoben und so weiter. Ich fände es super. So, jetzt wo ein paar mehr Leute da sind, möchte ich mich nochmal dafür entschuldigen, dass es heute eine sehr verrotzte Folge wahrscheinlich wird für mich. Zur Erklärung kurz, ich sitze in einem alten Stuhl im Knazi, der eigentlich der Stuhl der Katzen ist und ich habe eine Katzenhaarallergie und eine Stauballergie. Es wird also sehr lustig. Ich habe ihn abgesaugt, aber es, naja, anscheinend hat es nicht so gut. Ich hoffe wirklich, man hört es nicht so laut. Ja, das wird schon gehen. Und vielen Dank, Foxy, für die vielen, vielen Bitregen. Das Glas wird bunt. Aber leider bleiben die nicht drin. Doch, da ist wieder ein Herz drin gelandet noch. Ja, oder das war kein Herz, oder? Das ist irgendein Emoji. Yeah. Der Rotz hört sich aber gut an. Na dann ist er gut. Das ist alles Videospielkulisse, diese komischen Sounds, die man so hört. Das gehört hier dazu. Ja, genau. So, hier wurde der Mord verübt. Das haben wir schon rausgefunden. Aber sonst noch nichts eigentlich. Nur, dass hier wieder mal komische Zombies sind. Great. Komm hier wieder ununterbrochen raus. Ich habe vergessen, wie man sprintet. Okay, gut. Eisenstange brauche ich nicht. Können wir da jetzt durchgehen? Ah, ich glaube, jetzt ist hier offen, oder? Nee, doch. Was? Wie? Was? Oh! Ah! Ja, doch, offen. Cool.
Bumsy, dankeschön für die Bits. Oh, ich hab's gar nicht gesehen, wie jetzt der dicke Grabstein das Glas geleert hat. Und Crusader, danke, dass du Princess Nadi Angeli ein Abo geschenkt hast. Und noch weiter danke für die Rest in Peace. Da kommen sie wieder, die Grabsteine. Jetzt füllen sie das leer gewordene Glas wieder auf. Ey, dem Glas könnte ich stundenlang zuschauen. Das ist einfach echt super. Das ist diese das Physik, beste oder? Feature. Ja, ja, geht mir auch diese so. Diese Rieselphysik, das ist echt das Beste. Wow, wir haben 80% eines Level 1 Hype Trains erreicht. Nur noch ein bisschen, dann werden neue Emojis und Stuff freigeschaltet und sowas. Cool, cool. Chairman Foxy, nochmals danke. Da kommt noch Mr. Destructoid 1. Total verrostet. Ohne Gewalt geht da überhaupt nichts. Hast du Werkzeuge dabei, Zack? Hey, wir haben Werkzeuge dabei, aber ich weiß nicht, ob das damit gemeint ist. Ich glaube nicht. Doch, tatsächlich! Ich wollte schon aufhören und dann doch. Bam. Zackodack! Und German Foxy legen nochmal nach. Oh mein Gott, die segeln jetzt aber schon sonst wohin. Das Glas fängt schon voll zu ruckeln an. Ich finde das immer witzig. Und das Glas schon leckt vor lauter Bitbrösel, die rumfliegen. Oh, ist das gemein. Gemeine Gegnerpositionierung. Nein, das ist so eklig, wenn sie das machen. Yes. Gemein. Vielleicht sollte ich mal ein Pflaster nehmen. Wir haben so viele davon. Ich weiß nur nicht mehr, wie es geht. Hier, glaube ich. Nee, warte mal. Das Menü ist auch ein bisschen komisch. Aber hier, ein Pflaster verwenden. Ein kleines Pflaster. Wir sind fast geheilt. Perfekt. Ramsey und Fallen Crusader. Und da, die Fallen Crusader Bombe hat wieder eingeschlagen. 100% Hype Train. Yeah, da müsste ich noch irgendwas einbauen. Kann man bestimmt machen, dass dann so ein Zug durchs Bild fährt, oder? Wenn Hype Train erreicht ist. Das wäre cool. Das kann man bestimmt. Da gibt es bestimmt irgendein Add-on dafür. 41% von Stufe 2 Hype Train und 5 Minuten Zeit. Was haben wir denn bekommen? Haben wir irgendwas bekommen? Mir wird nichts angezeigt gerade. Irgendwas sollten wir bekommen haben für den Hype Train. Ah, hier sind... Nee, warte mal. Hier, Twitch Hype Train Chest. Wie, die Chest? Oder wie? Ich verstehe das alles nicht. Hi Chris, hallo, wie geht's? Oh Gott, Entschuldigung. Ah, es ist toll. Das Glas wird mit Katzenköpfen gefüllt von Ramsey. Und mit Salz von German Foxy. Danke. Zum Glück habe ich so viel Maschinenpistolenmunition, die man schon im Krankenhaus findet, ohne Ende. Und hier kriegt man erst die Waffe. Auch komisch, oder? Gesundheit wird im Chat geschrieben. Ja, ich sehe es. Ach, hast du eh. Ja, stimmt, hast du eh. Danke. Der Chris Game fragt sich, warum du dieses grottige Wannabe-Horrorspiel spielst. Weil das eines meiner absoluten Lieblingsspiele ist. Und ein absolut geniales Kunstwerk. Das beste Spiel ever. Und wer was anderes sagt, ist doof. Warum schreit dein Baby mit? Weiß ich nicht, ich hab's auch gerade gehört. Nee, aber es ist wirklich eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich finde diese Stimmung, diesen Charme und die Story auch ziemlich cool gut. Ich mag diesen trashigen Charme genauso gern wie auch tatsächlich die Story, die ich einfach wirklich mit seinen Wendungen und Twists und vor allem dem Schluss, der wirklich cool ist, einfach auch richtig gut finde. Und auch die Charaktere sind einfach so abgedreht und liebenswürdig. Alles zusammen macht das Spiel für mich einfach zu einem absoluten Kultklassiker, den ich wirklich super gern habe. Wenn nur diese Horrorpassagen, die wir hier gerade spielen, nicht wären mit dieser schrecklichen Steuerung. Weil die ist wirklich, das ist einfach nicht gut und macht nicht sehr viel Spaß.
Aber alles andere finde ich ziemlich genial. Der Chris-Game findet es irgendwie nur trashig. Es hat auch einen Trash-Charme, ja, auf jeden Fall. Auch. Also es ist ja bei Trash eh, ist es ja immer so eine Sache. Für manche, also es gibt guten Trash, es gibt schlechten Trash und ich glaube, das ist eine sehr persönliche Sache, wo man bestimmte Sachen einordnet. Ja. Ob man die gut trashig oder schlecht trashig findet. Vielleicht auch, ob man Trash überhaupt... Ich könnte mir vorstellen, dass es auch Leute gibt, die mit Trash so gar nichts anfangen können. Ja. Die eher grundsätzlich auf gepolischte Sachen stehen. Vielleicht, ja. Und die dem auch keinen Charme abgewinnen können irgendwie. Ja, ich meine, für mich gehört Deadly Premonition schon auch zum guten Trash. So ein bisschen wie EDF. Das ist einfach auch guter Trash. Das stimmt. Das ist bei Weitem, also ich weiß nicht, der Neue, den haben wir nicht lang genug gespielt, aber so die Alten, der Vierer, das ist echt kein gutes Spiel. So das ruckelt wie die Seuche. Aber das ist so super. Das Gameplay ist super simpel, aber es funktioniert zumindest. Das ist insofern schon irgendwie ein funktionierendes Spiel, ja, zumindest. Das was man auch nicht über jedes Spiel sagen kann. Es sei denn, die Framerate geht wirklich irgendwie auf 3 Frames pro. Durchaus passiert. Ja. Aber das ist halt auch der Designansatz von Earth Defense Force und das finde ich ja auch schon wieder cool. Der Chris Game fragt, was EDF ist. Earth Defense Force. Ein Spiel, schau mal auf meinem Kanal, ich habe da schon ganz viele Videos auch dazu gemacht. Wir haben vor allem einen Podcast dazu. Ja, einen Podcast auch, stimmt. Wo man einfach nur riesige Mengen an Gegnern, an riesigen Insekten wegschießt und dafür neue Waffen kriegt und Rüstungsupgrades und so weiter. Damit man dann noch mehr riesige Insekten wegbombt mit abgedrehten Waffen. Ein total cooles Spiel, macht wirklich super viel Spaß. Vor allem im Multiplayer ist das ein Pflichttitel, finde ich. Man muss aber sagen, das ist so ein typisches Spiel, wenn man dem zuschaut nur. Also ja, wenn du stimmt. dir jetzt was irgendwie auf YouTube anguckst, wie jemand das spielt. Das funktioniert nicht. Das ist zum Zugucken, glaube ich, echt nicht so gut geeignet. Aber es ist das perfekte Spiel, um das selber zu spielen. Ich hätte es nie gedacht, aber es ist super. Hype Train! Es macht einfach super Spaß. Ja, das stimmt. Wir haben ein neues Hype Train Emoji. Tut tut für den Schleimwubbel, der traurig aussieht. Okay, das sieht aus wie ein Kampfraum oder so. Mal schauen. Währenddessen wird von German Foxy das Glas mit allen möglichen bunten Emojis befüllt und vollgehalten. Vielen Dank dafür. Hallo, Loxy. Ja, genau, und auf jeden Fall, was ich sagen wollte, Earth Defense Force macht das halt auch zu seiner Designphilosophie. Das Spiel soll gar nicht flüssig laufen, weil solange noch irgendwie Arbeitsspeicher, solange noch irgendwie Leistung verfügbar ist, werden mehr riesige Insekten in das Spiel gepackt und mehr Explosionen. Ja. Wenn die Framerate über 10 ist, mehr Insekten. Ich finde auch den Kanal von Earth Defense Force, den Twitter-Kanal von denen, das Twitter-Abo von denen super witzig. Die teilen zurzeit auch irgendwie die News-Meldungen, dass in den USA zurzeit scheinbar diese japanischen Riesenhornissen ihren Einzug feiern und sich da jetzt einnisten und da jetzt anscheinend auch in den USA heimisch sind. Und dann teilen die immer diese Tweets und schreiben sowas wie, also wir sind größere gewöhnt. Oder so. Und ein schreiendes Babygetriebe offensichtlich. Yeah. Ramsey und German Foxy lassen den Bitregen nicht abreißen. Finde ich gut. Bin ich eigentlich die einzige Person, die schon das neue Twitch-Kanal-Design aufgezwungen bekommen hat? Ich, also die einzige weiß ich nicht, aber ich noch nicht. Bei mir ist es noch so, dass ich mir das mal anschauen kann, wenn ich möchte. Aber ich muss noch nicht. Und ich hasse es immer wieder, wenn sowas passiert. Ich hasse es, wenn die ihre blöden Designs verändern. Könnt ihr die Sachen, wenn sie funktionieren, nicht einfach so lassen, wie sie sind? Vielleicht ein bisschen besser machen, ein bisschen übersichtlicher. Aber das dann auch beim YouTube-Studio. Das wurde jetzt komplett umgebaut. Und ich finde überhaupt nichts mehr. Ich finde mich überhaupt nicht mehr zurecht. Ich habe echt Probleme herauszufinden, welche Videos wann veröffentlicht werden. Es ist nur noch ein Chaos, dieses neue YouTube-Studio. Ich hasse es. Und
vor einigen Jahren kam fürs iPhone eine Podcast-App-Update. Seitdem ist es unübersichtlich, hässlich und funktioniert auch nicht mehr so gut. Zumindest auf den alten iPhones nicht mehr. Und jetzt kam irgendwie für Numbers ein Update. Und jetzt sind meine also sowohl für den Kanal als auch privat meine Haushaltspläne, meine Kostenrechnungen, meine Graphen sind einfach verschwunden durch das Update. Einfach weg. Einfach gelöscht. Keine Ahnung. Immer wenn ein Update kommt und das Design verändert wird, wird alles schlechter. Das ist meine Erfahrung, die ich in den letzten Jahren so gemacht habe. Und ich hasse es. Warum könnt ihr nicht einfach das lassen? Never change a running system. Ah, nein, komm. Ich bin doch noch. Das kann doch nicht sein. Ich bin doch noch weggekommen. Aufstehen! Ach so, aber ich spiele das vor allem deswegen, Chris Game. Ich muss jetzt die ganze Zeit das Spiel verteidigen. Oh, deine boshaften Angriffe auf die Ehre von Deadly Premonition. Dass ich ganz vergessen habe, dass ich das deswegen jetzt spiele, weil bald für die Switch der zweite Teil erscheint, mit dem wahrscheinlich keiner mehr jemals gerechnet hätte. Und auf den freue ich mich schon sehr. Ich möchte zur Einstimmung erstmal noch den Vorgänger nochmal spielen. Genau. Ach, Toiletten dürfen einfach auch nirgendwo fehlen. Toiletten und Angeln. Ich weiß nicht, was das bei den Japanern ist. Da war übrigens gerade was zum Einsammeln. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das habe ich. Ich war gerade im Chat. Wo denn? In der Toilette? Ja. Ah ja, stimmt. Das habe ich ganz übersehen. Stabilisator, na meinetwegen. Hey, ich sehe gerade, dass da Kasten steht. Kann ich etwa Items, die ich nicht mehr in mein Inventar nehmen kann, gleich in den Kasten nehmen? Das wäre ja super gut. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Das, glaube ich, war auch nicht so im Originalspiel, oder? Ich bin mir nicht sicher, keine Ahnung. Da wird irgendwie etwas dagegen, dass die Zombies sich fortpflanzen können. Verstehe ich nicht. Ich meine, ich glaube, ich bin dagegen, dass sich Zombies fortpflanzen, das stimmt. Aber ich verstehe den Kontext gerade nicht. Ich will das Spiel jetzt auch, wo ich es Dienstag gesehen habe. Gibt's das für die PS4? Ja, ich glaube, Deadly Premonition dürfte es mittlerweile für alles geben. Aber der zweite Teil kommt erstmal zumindest nur für die Switch. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es dann auch Ports auf alles andere geben wird. Ach, weil ich immer in den Schritt schieße. Ja, du hast recht. Das ist dieses seltsame Auto-Aim in dem Spiel. Ich habe es am Dienstag schon gesagt. Aus irgendeinem Grund, wenn man Auto-Aim benutzt, also die automatisch Gegner-Anvisier-Taste, zielt der immer auf Hintern oder Schrittpartie der Gegner. Ah, oh, komm schon, wo kommst du denn her? Kommt hier, zack. Genau. Vielleicht, damit man immer selber noch ein bisschen hochziehen muss, damit man die empfindlichen Stellen, die Köpfe trifft oder so. Keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. Das fragt man sich bei vielen Stellen in dem Spiel, was die sich dabei gedacht haben. Und die kommen erst noch. Die richtig komischen Stellen. Ja, das stimmt. Bis jetzt finde ich es eigentlich, also bis auf die Monster und manchmal so ein bisschen die Dialoge. Ich finde ja den ersten Dialog, den man mit der Besitzerin von dem Hotel hat. Super. Yeah. Der ist so doof. Und dieser riesige Tisch zwischen den beiden. Naja. Aber das ist noch nicht mal ansatzweise so seltsam, wie es noch wird. Ja, das stimmt. Ach, come on. Ich fand das Spiel vor allem früher echt super gruselig. Das finde ich jetzt nicht mehr so. Ich weiß nicht genau, warum. Vielleicht hat mich da doch irgendwie die Resident Evil Remakes jetzt abgehärtet. Zumindest der zweite, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich, was Horrorspiele angeht, schon immer ein Riesenschisser. Und auch das Spiel fand ich super gruselig. Und diese Passagen hier mochte ich auch deswegen nicht, weil ich sie einfach echt unheimlich fand. Die mich echt gestresst haben. Aber das ist jetzt zum Glück nicht mehr so. Jetzt kann ich die eigentlich ganz gut spielen. Ohne, dass ich mir in die Hosen mache. Aber ich spiel's, glaube ich zumindest, bin mir gar nicht sicher, auch auf super leicht, damit eben diese Kämpfe so leicht wie möglich sind, weil das ist nicht gerade das Beste, was das Spiel zu bieten hat. Ja, es sind ja technisch gesehen, glaube ich, keine Zombies, sondern Geister. Ja. Amazing. Amazing. Yes. Amazing. Ich finde das so super, wie er immer da steht und schießt und sagt, yes, amazing.
Das ist so unpassend einfach. So bescheuert. Bam. So, versuchen wir jetzt den Aufzug zu nehmen oder springen wir über die Kiste? Oder gehen wir da hinten in den vielleicht Geheimraum, wo wir vielleicht Geheimloot finden? Nachdem wir langsam diese eine Stufe nach oben schreiten. Ganz andächtig. Okay, ich verstehe schon. Hier fehlt irgendeine Batterie oder sowas. Ach, wir haben schon ein Getriebe zufälligerweise. Hey, das ist voll nervig. Hätten wir das Getriebe vor, weiß ich nicht, 20 Spielminuten nicht zufällig aufgehoben, wüsste man hier nicht, wie es weitergeht. Aber gut, ich gehe jetzt dann trotzdem aber erstmal weiter, geradeaus, weil ich schätze mal, der Aufzug ist der richtige Weg, oder? Oder was sagst du, Merlin? Wenn, ja, ich meine, sieht aus, als wenn es da eh nicht so weiter Stimmt weitergeht. Eigentlich. Ich hasse so das nämlich weiter. Immer, wenn man sich dann versehentlich für den quasi ja, richtigen, für den richtigen Weg entscheidet, Weg entscheidet. Und dann nicht mehr zurück kann. Ja, ich habe tatsächlich wegen solcher Sachen schon Spielstände nur geladen. Kann ich verstehen. Irgendwie kriege ich die Fässer nicht kaputt. Ich glaube, du musst drauf schießen. Meinst du, nur durch Schießen? Vielleicht. Aber Sprengfässer sind das nicht, oder? Oh doch, es sind Sprengfässer. Ups. Ah, und das alles für wahrscheinlich 5 Dollar oder so. Oh ja, 30 Dollar. Na dann. Mit 30 Dollar kann man schon mal seine Gesundheit durch Explosionen gefährden. Oder so. Glaube ich. Chairman Foxy, na gut, bis denne. Okay. Geister, die man mit Schusswaffen bekämpft. Ja, das Spiel ist mit seiner Lore nicht ganz... Danke fürs Glas auffüllen die ganze Zeit. Ist mit seiner Lore nicht ganz eindeutig irgendwie. Ich weiß es auch nicht genau. Man weiß es nicht genau. Aber ich glaube, das sind Geister. Mr. Hawkeye. Nein, ich bin eigentlich nicht kamerascheu. Ich hätte sogar... Also, ich habe sogar gesagt, ob ich heute mit vor die Kamera soll. Aber es ist leider einfach für uns... organisatorisch schwierig. Momentan, das Zimmer ist zu klein und zu eng und wir haben nicht die passenden Sitzmöglichkeiten und so, dass wir das machen könnten. Dann müssen wir weiter weg von der Kamera, damit wir beide sichtbar sind oder so nah aneinander kleben, dass es erstens ungemütlich und zweitens mit dem Mikrofon nicht wirklich zu machen ist eigentlich. Genau, das ist das eigentliche Problem. Und wir haben auch keine zweite Kamera oder irgendwas. Und es ist hier sowieso, also ich glaube, wenn man sehen würde, wie dieses Zimmer hier ausgestattet ist mit, also unglaublich viel Kabeln überall. Es ist schon, ich finde es erstaunlich, dass Sebi sich hier irgendwie zurechtfindet. Rote Haare oder so. Beschädigtes rotes Haar hat unseren Aufzug blockiert. Krass. Das ist bestimmt mit Head and Shoulders bearbeitet worden. Also. Aber die Leiche hatte die rote Haare, die... Nee, die hatte blonde Haare. Oder? Hey. Eigentlich. Also so wie es hier angedeutet wird, hatte das Opfer scheinbar irgendwie ein Verhältnis mit dem Mörder. Freiwilliges, quasi. Das Morden war dann wahrscheinlich nicht mehr freiwillig. Oder? Na mal schauen, zwei Hinweise fehlen noch. Vielleicht ergibt das dann alles Sinn. Oder war eine Prostituierte, das könnte sein. Drei fehlen noch, glaube ich. Ach so, drei fehlen noch. Kann das sein. Es gibt übrigens, also ich habe tatsächlich auch schon Streams auch vor der Kamera gemacht, zumindest mal irgendwie für kurze Zeit oder mal in Vertretung vom Serpoloni. Also man sieht mich schon, allerdings ist das auch schon relativ lang her. Da muss man, glaube ich, ein bisschen suchen. Das war leicht. Es ist echt interessant, der Sessel stand jetzt immer in der Ecke vom Zimmer, da waren ein paar Decken drauf, die Katzen haben ab und zu gern drauf geschlafen, haben den aber ansonsten ignoriert. Aber jetzt da in der Mitte vom Zimmer steht, ist der für die Katzen auf einmal wieder super interessant und sie klettern dann rum und müssen sich die Krallen dran schärfen und ja. Kein Strom da, um den Fahrstuhl in Gang zu setzen. Wir brauchen Strom, Zack. Wir sind Zack übrigens, falls ihr den ersten Teil nicht gesehen habt, den Dienstagstreams.
Wir sind quasi die Stimme in seinem Kopf, die zweite abgespaltene Persönlichkeit im Grunde, mit ja, der genau. er ständig redet. Genau, Ramsi in einem... durch uns verkörpert. Entschuldigung. Ja, was? Nee, weil Ramsi gerade schreibt, ich war in einem 24-Stunden-Stream. Ja, genau, da hatte ich eben für eine kurze Zeit mal, damit der Sevi kurz ein bisschen schlafen kann, mal ein bisschen übernommen. Ja. Aber das ist schon sehr lang her, glaube ich. Das stimmt, das ist, glaube ich, schon 2 oder 3 Jahre her. Ja, jetzt. Auf jeden Fall. Das war noch in der alten Wohnung, glaube ich. Ja. Ah, speichern. Beim letzten Stream hatten wir das ja sogar angedacht, aber dann war ich doch irgendwie zu müde. Ja, beziehungsweise habe ich den letzten 24-Stunden-Stream aus irgendeinem Grund echt gut durchgehalten. Keine ja. Ahnung. Da ging es mir irgendwie echt... Ja, das ging einfach. Anderen Weg suchen, Tech. Hm. Ah, hier ist eine riesige Tür. Die habe ich ganz übersehen irgendwie. Komisch. Dann ist das wohl hinmachen mit dem nächsten 24-Stunden-Stream. Ja, das stimmt. Wird schon langsam wieder Zeit. Während Sepulona in der Badewanne schlief. Hast du in der Badewanne geschlafen mal? Was? Nicht, dass ich wüsste. Also ich schlafe öfter in der Badewanne, ja. Das stimmt, das finde ich immer super faszinierend. Da muss jedes Mal, wenn der Sepuloni in der Badewanne einschläft und ich dann reinkomme und sehe, dass er schläft in der Badewanne, muss ich daran denken, dass meine Mom mir immer beigebracht hat, dass man in der Badewanne auf gar keinen Fall einschlafen darf, weil man sonst ertrinkt. Habe ich auch schon öfter gehört, aber halt dich für ein Gerücht. Also wäre mir jetzt noch nicht passiert. Nicht, dass ich wüsste. Hm. Und ich schlafe quasi eigentlich, also wenn ich in die Badewanne gehe, dann schlafe ich da auch im Grunde. Nein, nicht wirklich, aber schon öfter. Ja, ziemlich oft, finde ich. Ja. Ich meine, es ist auch eher so ein Dösen für ein paar Minuten oder so. Vielleicht auch mal für eine Viertelstunde oder so, das stimmt schon. Ich könnte gar nicht in der Badewanne schlafen, aber ich bade auch sehr heiß im Gegensatz zu dir. Das stimmt. Der Sepuloni ist da immer, der kann gar nicht verstehen, dass ich... Das Wasser immer so heiß macht. Yes. Aber ich verstehe nicht, wie man das nicht so heiß macht. Tja. Melanie kommt immer quasi mit total angeschlagenem Kreislauf aus der Wanne und muss sich erstmal hinlegen eine Viertelstunde, um sich wieder zu erholen. Das stimmt. Ich weiß jetzt nicht, was besser ist. Soundkulisse. Wisst ihr, was ich am Videospiel echt hasse? Labyrinthe ohne Minikarte. Wo wir gerade dabei sind. Es fehlt ein kleines Detail, wenn das von Japanern gemacht wurde. Was denn? Ich kann wirklich Sachen direkt in meine Kiste legen. Das ist ja voll gut. Dann werde ich in meiner Kiste bald eine riesen Stangensammlung haben, so wie ich das Spiel kenne. Also Eisenstangen findet man irgendwie ständig überall. Gehen die Sachen kaputt? Ja, ja, die haben unten diese Leiste, ist eine Haltbarkeit. Die kick, wie die kleiner wird, wenn ich Sachen damit verhau. Genau. Die halten nur so und so lange. Rollstühle fehlen. Rollstühle? Na, es gibt ja eine Figur, die im Rollstuhl sitzt, ne? Ja, stimmt. Also dementsprechend fehlen sie tatsächlich nicht. Das hätte ich vielleicht in meinem Rückblick noch erwähnen können, weil es gibt diesen reichen Kerl, dem quasi alles in der Stadt gehört. Der sitzt im Rollstuhl, hat eine creepy Totenkopfmaske auf und erzählt irgendwas davon, dass der redet nur in Gedichten und so weiter. Und erzählt irgendwas dauernd vom Regen, dass Regen die Stadt irgendwie... Er redet nur nicht selbst, sondern erzählt seinem Assistenten genau. immer, was der sagen soll. Das ist noch er sagt. Der hat angeteased im Grunde, dass Regen wichtig ist. Und es hat bis jetzt auch immer geregnet, bevor die Monster kamen. Yes, yes, yes. Ja, aber andererseits hat es eigentlich bis jetzt immer geregnet. Insofern, wer weiß. Wir sind noch nicht so richtig rausgekommen aus dieser ganzen... Also so richtig in die Open World, dass man noch was anderes machen kann, im Grunde kann, sind wir noch so ein bisschen im Tutorial, im Intro oder so. Keine Ahnung, wie man das benennen soll. Das Spiel nimmt einem erstmal für ein paar Stunden an die Hand, bevor man dann wirklich anfangen kann. Und da stecken wir jetzt noch mittendrin im Grunde.
Haha, bei der Hand. Und wie passend, ein Handbaum. Ist der jetzt ein Boss, der Handbaum? Soll ich auf den schießen? Nee, aber ich habe irgendwie Zeit. Ich habe nur gewisse Zeit, um irgendwas zu machen hier. Weiß aber nicht was. Vielleicht Hände schütteln? Auf eine Hand schießen, na gut. Ich habe auf die Steinhand geschossen und da heißt das, ich habe bei Sternschein Papier jetzt verloren, oder? War das ein Rätsel, dass ich jetzt zufällig... Ich kann mich nicht mehr an irgendwas erinnern hier. Dafür ist es zu lange her, aber ich habe anscheinend einen Türknauf, der wie eine Hand aussieht. Das finde ich irgendwie cool. Das hätte ich gerne in der Real World. Ich muss bald etwas essen, sagt er. Na, dann essen wir doch was, wenn man Hunger hat. Warum? Ich meine, jetzt ist genauso eine gute Situation für einen kleinen Snack wie jede andere. Kaffee ist nichts zu essen. Ein Donut. Ein Schmalzkringel. Ein Schmalzkringel und ein Lutscher. Ist das wirklich Schmalzkringel? In Simpsons, glaube ich. Ne? Übersetzen die Donut einmal oder am Anfang in den alten Staffeln mit Schmalzkringel. Okay. Warum? War mir nicht sicher, weil ich kenne das Zitat aus den Simpsons, aber ich war mir nicht mehr sicher, ob es wirklich Schmalzkringel war. Aber ich würde echt behaupten, außerhalb von der einen Simpsons-Folge hat nie irgendjemand den Begriff Schmalzkringel für einen Donut benutzt. Aber ich finde es so super. Ja. Ich hätte gerne einen Schmalzkringel, bitte. Oder Dreirad. Ich bin ja mal gespannt, wie ist es eigentlich, Sebi? Du bist ja da gut informiert, was so Games... Der ist übrigens ein Gegner. Aber egal. Was da so Games News angeht. Wie sieht es jetzt eigentlich aus? Ich habe gehört, es soll Silent Hills wahrscheinlich vielleicht doch kommen oder was, so? Es gibt Gerüchte. Es gibt Gerüchte darüber, dass momentan sogar drei verschiedene Silent Hill Konzepte in Arbeit sind, die teilweise sehr unterschiedlich sein sollen, aber man weiß im Grunde überhaupt nichts drüber. Mhm. Erstens weiß man nicht, ob das stimmt, und wenn stimmt, könnten das drei Handy-Games sein oder was weiß ich. Also da weiß man gar nichts. Obwohl, stimmt gar nicht. Ich glaube, es gibt Gerüchte, dass eins davon ein Reimagining des ersten Teils vielleicht sein könnte. Genau. Stimmt. Okay. Amazing. Aber sonst... Also, glaube ich wirklich nichts. Ich habe mich verlaufen. Ich hatte bis gerade eben so ein bisschen ein Gefühl der Orientierung, aber jetzt nicht mehr. Ich weiß, wo wir hin müssen. Da war so eine Tür mit ganz vielen Bäumen. Das sieht richtig aus. Amazing. Ja, genau. Perfekt. Cool. Aber vielleicht ist das so ein Ding, jetzt wo Resident Evil sich erfolgreich neu gestartet hat. Genau. Will Silent Hill wahrscheinlich nachziehen. Würde ja total Sinn machen, dass man jetzt auf dem von Resident Evil gestarteten Survival-Horror-Remake-Trip-Zug aufspringt. Ach, schade, das hättest du noch... hättest ein bisschen warten sollen. Der hätte das ein bisschen... Du hättest noch ein bisschen warten sollen, dich zu befreien. Dann wäre das spannender gewesen. Na gut. Ich mache jetzt mal absichtlich kein Profiling, weil das dauert recht lang in dem Abschnitt. Das machen wir erst wieder, wenn wir alle Beweise haben. Ich glaube, jetzt mit dem nächsten Beweis kommt das dann eh automatisch, genau. Oder? Genau. Man muss doch eh alle Beweise finden, oder? Also man kann gar nicht einen übersehen. Das ist das Ziel im Grunde. Wir suchen gerade die Beweise für unsere Ermittlungen hier. Unser alter Nachbar hatte mal die Tür außen wie ein Löwe. Cool. Das fand ich als voll gruselig als Kind. Das kann ich verstehen, aber schon auch irgendwie cool. Ich hab die Haare noch, ja. Ach so, war der Hase. Dein Hase. Ich dachte, ob ich die langen Haare noch hab. Den Hase, der lebt auch noch. Der wackelt auch noch mit den Ohren, wenn er will. Der ist nur ein bisschen müde. Zeigen mit ihren Händen dauernd an ihren Rücken, da wo es juckt. Und der Herr Birdra, der schießt sie einfach. Ah, vielleicht wollen die nur gekratzt werden. Das könnte sein. Vielleicht sollte ich mal dahin schießen, wo es juckt.
Vielleicht, jetzt macht alles Sinn. Das ist ja schon komisch, dass man so Geister überhaupt mit Schusswaffen tötet. Aber vielleicht muss ich die einfach quasi an den richtigen Stellen, wo es juckt, kratzen. Und dann sind sie so entspannt, dass sie wieder schmelzen. Und dieses I'm dying ist eher als quasi Ausdruck der Zufriedenheit und Entspannung zu sehen. So, oh, ich könnte sterben, weil es gerade so angenehm ist. Das ist eine ganz neue Sichtweise auf das Spiel. Ein Spiegel zum Observen. Uh-oh. Der Raincoat Killer. Hä? Wir sind der beste FBI-Agent ever. Ja. Ha! Da ist der Mörder hinter mir. Was macht denn der da, Ananu? Warten wir mal, bis er durch die Tür gegangen ist. Jetzt kommt gleich wieder ein Quicktime-Event wahrscheinlich. Das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich gleich wieder sterben und wir müssen wieder den ganzen Abschnitt nochmal spielen. Weil diese Quicktime-Events sind aus der Hölle. Aber wir sind wie Pudding und Sahne. Das ist ein schönes Kompliment. Ja. Pudding und Sahne, das stimmt, die gehören zusammen. Wie der Tag und die Nacht. Das stimmt. Aber wir dürfen nicht so viel über Pudding und Sahne reden. Wir machen gerade ein bisschen Diät. Das stimmt. Wobei, es ist ja irgendwie voll geil, weil wir... Also ich bin ja... Ich koche ja grundsätzlich sowieso bei uns. Und ich habe jetzt immer darauf geachtet, dass unsere Gerichte, unsere Mahlzeiten immer unter 500 Kalorien bleiben. Und jetzt haben wir entdeckt, dass zufälligerweise dieses neue Ben & Cherry Eis mit reduzierten Kalorien unter 500 Kalorien ist. Teilweise. Manche davon. Und jetzt haben wir teilweise schon einfach Ben & Cherry Eis statt einer Mahlzeit gegessen. Und irgendwie ist das auch nicht so geil. Ich weiß nicht recht. Also, es steht, wenn man den Angaben glaubt, könnte man das von den Kalorien her essen. Aber ich fühle mich, als würden wir dadurch fetter werden. Was einfach so geil ist irgendwie. Das kann nicht stimmen. Ja, ich denke es mir auch. Ich glaube, also... Komisch. Nee, das außerdem, ist wirklich seltsam. Außerdem lässt man halt im Grunde eine Mahlzeit aus und ist dann hungrig, weil so Eis macht ja auch nicht satt. Das ist auch nicht gut. Das ist das Problem von diesem Eismagen. Das ist halt nicht der richtige Magen, sondern der Eismagen. Und dann hat man im Prinzip gar nichts gegessen. Genau. Es gibt ja irgendwie eine Seitentasche vom Magen anscheinend, die extra für Eis zuständig ist. Oh, Quicktime-Event! Ich glaube, ich habe es geschafft. Ich glaube es nicht. Aufs erste Mal... Jetzt. Ich weiß nicht, ich muss da immer, lustigerweise, wenn er das macht, ich weiß nicht warum, aber ich denke dann immer an Foxy Love aus Drawn Together. Ja, ich muss immer an, wie heißt denn die Krankenschwester aus Scrubs? Diese dicke, die dicke schwarze Krankenschwester, die alte, die da schon ewig ist. Boah, keine Ahnung. Die ist auch so ein bisschen sassy und die macht auch immer genau das. Vielleicht ist sie der Mörder. Die stirbt ja dann. Also die lassen die in der Serie sterben. Voll unerwartet traurig für Scrubs. Ha. Ist die echt gestorben? Nee, die kommt dann natürlich sogar als Geist wieder irgendwie. Ach so, okay. Tja. Bertha, genau. Bertha heißt sie, stimmt. An die erinnert mich das immer, wenn der Raincoat-Killer so macht. Tja, Bertie oder Foxy Love. Genau. Ach ja. Schön langsam, finde ich, könnte das Level jetzt aber auch mal aufhören. Ja, es ist wirklich. Aber ich habe auch irgendwie im Hinterkopf, dass das einfach ewig lang dauert. Ja. Gerade diese Passage da. Ich glaube, da kommen auch noch so ein paar. Eben so Quicktime-Events und so, scheiße. Und ich dachte, hier werden schon neue Gegner eingeführt, aber bis jetzt irgendwie noch nicht. Und das wundert mich. Oder kommt das vielleicht erst in einem späteren Dungeon oder so? Ja, anscheinend bist du jetzt irgendwo in einem... Jetzt kommst du nicht mehr zurück. Ah, jetzt können wir nochmal speichern und so. Ah, könnte jetzt bedeuten, dass wir kurz vor dem Finale sind. Ich denke auch, ja. Hoffentlich. Ein
rauschendes L3. Fernsehgerät, wer das wohl angestellt hat? Was ist denn HL3? Weiß ich auch nicht. HL3 Halo. Nee, Quatsch. Keine Ahnung. Half-Life. Ah, Half-Life. 3. Half-Life kommt wieder. Okay. Na gut, aber es gab ja schon irgendwie diesen. War jetzt nicht vor kurzem irgend so ein Half-Life-Spiel? Ja, der ist so ein VR-Spin-Off. Das ist ja der Running Gag, dass Half-Life 3 quasi nie erscheinen wird. Ups, Kopfhörerkabel gezogen. Ist schon. Weil, ne, da warten alle schon seit 20 Jahren oder so drauf. Und jetzt kommt eben dann auch noch dieser Half-Life VR-Spin-Off statt ein Half-Life 3. Weil ich eine Brechstange gefunden habe, deswegen Half-Life 3 confirmed. Ach so, in dem Spiel findet man so viel Brechstangen. Da wäre ich jetzt aber auch nicht drauf gekommen. Da reicht für 10 Half-Life-Teile. Da, verstecken. Wo soll ich mich denn jetzt verstecken? Wahrscheinlich da. Okay, in letzter Sekunde. Dann schauen wir mal, dass er uns nicht findet im Schrank. Ich glaube, du musst die Luft anhalten jetzt irgendwann. Echt? Ich weiß nicht, ob jetzt bis schon. Jetzt nicht. Nee, bis aber jetzt nicht. Ich glaube, wenn er dann in die Nähe kommt. Crusader, danke fürs Einhorn, Herz. Yeah. 100 Bits. Ich muss aber auch zu meiner Verteidigung sagen, ich kenne Half-Life natürlich aber nur vom Hören. Big Time. Ja, Entschuldigung. Okay. Nur so von Hören sagen. Also von, ich habe das nie selber gespielt, will ich damit sagen. Aber so Spiele sind doch einfach nicht meins. Das war damals einfach vor allem. Also das war super revolutionär zu seiner Zeit, vor allem, weil das quasi, wie soll ich sagen, zum ersten Mal so eine Art Welt simuliert hat, die unabhängig vom Spieler stattfindet. Dass plötzlich NPCs Dialoge miteinander führen, die man nur so belauscht und so weiter, das gab es vorher so noch nie eigentlich. Und abgesehen davon war es ein ziemlich cooler, interessanter Shooter mit einem interessanten Setting. Aber diese Immersion durch dieses, ne, durch diese NPCs, die so, ja, simuliertes Eigenleben haben, das war was vollkommen Neues und Cooles. Aber ich glaube, ich war da auch noch ein bisschen jung, als es rauskam. Ja, kann schon sein. Und der zweite hatte echt coole Physikrätsel und Physiksimulationen und sowas. Und cooles Gegnerdesign. Und überhaupt cool. Half-Life und Perfect Dark. Und für mich die First-Person-Shooter. Ah ja gut, den ersten Halo-Teil habe ich auch sehr gerne mit einem Freund zusammen im Koop gespielt. Oh, und Timesplitters. Ja, es gibt schon viele First-Person-Shooter, die ich gerne mag, obwohl das gar nicht so mein Genre ist eigentlich. Counter-Strike hast du bestimmt auch gespielt, oder? Franzi, danke schön. Counter-Strike habe ich zwar schon gespielt, aber nicht wirklich. Also eher so gezwungenermaßen, weil das halt Freunde ab und zu gespielt haben, aber das habe ich nie gern gespielt. Ich war da leider. Lustigerweise, ich komme ja auch aus einem kleinen Dorf, das ist kein Wunder, wurde ich zu den ganzen LAN-Partys nicht eingeladen. Und wo hat er jetzt seine Axt wieder her? Naja, wer weiß. Die holt er sich wahrscheinlich wie jeder Charakter aus einem Videospiel irgendwie aus dem Arsch oder so. Wahrscheinlich. Der Hammer Space. Na gut, es schafft. Yeah, die Bird Rider im Chat sind wieder los. Speichern. Zach, this is a waste of time. Let's go. Okay. Okay. Irgendwie, es ist schon irgendwie, also es ist schon komisch. Warum verstecken wir uns überhaupt vor dem Mörder im Schrank? Sollten wir nicht versuchen, ihn zu verhaften oder so? Scheinbar nicht. Und dann zu sagen, nachdem wir uns verstecken vor dem Mörder, zu sagen, oh ja, ist eine Zeitverschwendung, gehen wir einfach. Genau. Hat eh keinen Sinn mehr. Und jetzt müssen wir weglaufen.
Daran kann ich mich nämlich noch erinnern. Rennen! Oh, was muss ich machen? Hochklettern. Oh, das ist super. Das ist ja super und nervig. Ja, genau. Daran kann, aber genau an diese... Oh, er hat uns mit der Axt gehauen. Ja, das kann ich mich nicht mehr erinnern. Echt nicht? Daran kann ich... Doch genau daran kann ich mich erinnern, an diese echt beschissenen... Warum gehen wir denn nicht dran vorbei? Okay. Interessant. Okay, schieben. Ausweichen. Laufen. Hochklettern. Das ist so super gemacht. Vor allem, weil er diese Animationen zeigen halt... Also er ist auch einfach total geschillt. Ja, das stimmt.